Heute sprechen wir über die Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Ja, ich weiß, kein prominentes Thema, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, ja, was muss ich tun, was ist meine Arbeitslosenentschädigung und wie lange geht sie in der Schweiz. Wenn dich sowas interessiert, dann bleib doch dran, jetzt geht's los. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, die Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Ich weiß, kein besonderes Thema und man möchte sich auch nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, aber es ist wichtig, ja. Obwohl die Schweiz bei einer Arbeitslosenquote von 2,7% ist, kann es jeden treffen, ja. Und früh genug sich damit auseinanderzusetzen oder das Thema zu beherrschen, wird einem vielleicht die Stresssituation dann genommen werden, wenn es wirklich zu einer Kündigung oder zu einer Arbeitslosigkeit kommt. Was werden wir heute machen? Ganz am Anfang werden wir schauen, was ist wichtig von den administrativen Schritten, was ist die Höhe der Arbeitslosenentschädigung und wie lange sind die Wartezeiten. Und ganz wichtig, am Ende des Videos, also bleibt bitte dran bis zum Ende des Videos, denn wir werden uns eine Brutto-Netto-Überleitung anschauen für Arbeitslose. Das heißt, wir werden sehen, was hat er früher als Netto bekommen und was wird sie heute als Netto dann in Zukunft bekommen bei der Arbeitslosigkeit. Also, wenn dich sowas interessiert, bitte bleib dran bis zum Ende. Ja, aber lass uns doch direkt anfangen. Ganz am Anfang, du hast die Nachricht bekommen, prüfe deine Kündigung. Ja? Sind die Kündigungsfristen eingehalten worden? Ist der Kündigung rechtsmäßig? Das musst du als erstes Step dann anschauen. Punkt 2, geh zum RAF, ja, zu der regionalen Arbeitsvermittlung. Ja? Da meldest du dich an. Und von dieser Institution wirst du dann auch dein Geld bekommen, ja, deine Arbeitslosenentschädigung. Ja. Und dann Schritt 3, verlange ein Zeugnis. Ganz wichtig, du willst dich ja wieder bewerben bei anderen Arbeitgebern, ja, und da brauchst du ein Zeugnis, ein gutes Zeugnis. Ja. Und jeder Arbeitgeber, der dir gekündigt hat, wird dir grundsätzlich ein Zeugnis dann ausstellen. Also das sind so diese administrativen Steps. Bei der RAF, bei der regionalen Arbeitsvermittlung, ja, wie funktioniert das? Du gehst hin und brauchst 3 Dokumente. Erstens dein AHV-Ausweis. Zweitens dein Personalausweis und deine Niederlassungsbewilligung. Die Niederlassungsbewilligung, sei es B oder C, immer mitnehmen. Wenn Schweizer, da brauchst du es natürlich nicht. Aber alle anderen müssen diese 3 Dokumente vorstellen. Ja? Und dann bist du angemeldet. Ja? Und wie funktioniert es dann weiter? Ein Berater von der RAF wird dich dann einladen zu einem Informationstag. Wird dir alles erklärt, der Ablauf, was du zu tun hast, was du vorzulegen hast. Ja. Und dann wird es verschiedene Termine in diesem Zeitraum dann geben, wo du deine Information oder Dokumente oder Bewerbung dann vorstellst, ja, was du auch in der Zeit dann gemacht hast. Das sind so Kontroll- und Beratungstermine. Ja. Und dann ist das eigentlich von dieser Seite alles geregelt. Ja. Aber wir wollen jetzt doch wissen, wie hoch ist die Entschädigung und wie lange geht sie? Das sind eigentlich die Themen, die uns eigentlich interessieren bei einer Arbeitslosigkeit. Was ist mein zukünftiges Budget? Ich werde nicht null bekommen. In der Schweiz ist es ein Sozialstaat. Jeder wird aufgefangen vom System. Und du hast gearbeitet, deshalb wirst du auch eine Entschädigung bekommen, eine Arbeitsentschädigung. Aber bevor wir das uns anschauen und dich solche Themen interessieren, wirklich Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Löhne in der Schweiz oder auch natürlich die Einwanderung in der Schweiz, wenn du einen Job suchst in der Schweiz, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und du wirst immer als Erster diese Informationen bekommen mit einem Pop-up, dass wieder was hochgeladen wurde. Denn wir bemühen uns wirklich, die Informationen zu liefern, die wichtig sind für allen Einwanderer und Arbeitskräften in der Schweiz, die Informationen über diese Themen benötigen. Ja, aber lasst uns doch direkt starten jetzt mit der Arbeitslosenentschädigung, die Höhe und wie lange geht sie. Ja? Die Regel ist ganz einfach. Du bekommst immer 70% Arbeitslosenentschädigung und in Spezialfällen 80%. 70% jeder, 80% wenn du unterhaltspflichtig bist oder wenn du weniger als 3.797 Franken bekommst oder wenn du eine Invalidenrente bekommst, dann bekommst du diese 80% von deinem Lohn. Und das ist schon nicht schlecht. Du wirst natürlich einen Unterschied haben zu deinem Ex-Lohn. Ja? Aber das musst du schauen, wie du damit umgehst. Entweder einsparen oder halt versuchen zu kompensieren. Oder am einfachsten schnell wieder einen Job bekommen und in das Arbeitsleben zurückkommen. Ja?
Es gibt verschiedene Regeln bei der Arbeitslosenkasse, wie lange du das Geld bekommst. Das Geld bekommst du als Taggeld. Ja, das heißt, es wird dir ausbezahlt pro Tag von Montag bis Freitag. Ja, und das für eine spezielle Dauer. Und diese Dauer ist definiert je nach Fall. Zum Beispiel 200 Taggelder bekommst du, wenn du bis 25 Jahre alt bist und keine Unterhaltspflicht hast. 260 Taggelder bekommst du, wenn du über 25 bist und unterhaltspflichtig bist. 400 Taggelder bekommst du, wenn du 25 Jahre alt bist, ab 25 oder mit einer Unterhaltspflicht. Und 520 Taggelder ab 25 Jahre, 520 Tagesgelder auch, wenn du ab 25 Jahre unterhaltspflichtig bist. Ja. Und das sind also Regeln, das ist natürlich schwierig jetzt genau den Fall auszusehen, den man hat. Ja gut, so schwierig ist das nicht, man guckt noch, wo ist man, dann weiß man, wie viel Taggelder man bekommt. Ganz wichtig auch, wie berechnet man diesen Taggeld? Ja? Also es wird dein Lohn deiner letzten 6 Monate genommen, es wird ein Durchschnitt gemacht und dann geteilt durch die Tage, die du halt bekommst pro Monat. Ja? Und wir schauen uns das gleich an, das habe ich euch versprochen am Ende des Videos, also bleibt dran mit mir bis zum Ende des Videos, dass wir uns wirklich diese Brutto-Netto-Überleitung machen, die automatisiert ist. Also alles, was ihr da seht, wird das automatisiert sein. Und ja, diese Taggelder bekommt ihr dann ausbezahlt, so werden sie berechnet, 70% oder 80%. Ganz wichtig auch, du musst in der Schweiz schon eine Weile gearbeitet haben, um Anspruch zu dieser Arbeitslosenentschädigung zu bekommen. Also Minimum 12 Monate der letzten 24 Monate musst du gearbeitet haben. Sonst bekommst du keine Arbeitslosenentschädigung. Also das ist auch ganz wichtig. Ja? Es gibt viele Spezialfälle, da muss man natürlich Informationen haben, aber die grundsätzliche Regel ist eigentlich klar. So, und jetzt wie versprochen, ja, die Brutto-Netto-Überleitung für Arbeitslose. Das klingt, ja, ich weiß, das klingt nicht schön. Ich sag mal, für die Arbeitssuchenden oder für die Arbeitsoffenen. Ja? Und ganz besonders auch zu wissen, ein Arbeitsloser ist nur arbeitslos, wenn er sich bei der regionalen Arbeitsvermittlung anmeldet. Ja? Wenn man sich nicht anmeldet, ist man nicht arbeitslos. Ja? Man ist auch nicht arbeitssuchend, auch nicht arbeitsoffen. Also ich finde das Wort etwas schwierig, ja? Arbeitslos, hat keine Arbeit, aber das bedeutet ja nicht, man kann ja auch eine gewollte Arbeitslosigkeit haben, nicht arbeiten wollen. Vielleicht hat man die Mittel und muss nicht arbeiten. Deshalb immer vorsichtig bei dem Wort. Es gibt, ich mag gern arbeitssuchend, man ist motiviert, man will wieder eine Arbeit finden. Aber es existieren natürlich auch halt Situationen, wo man halt keine Arbeit hat. Wirtschaftliche Gründe oder private Gründe, man ist nicht motiviert mit dem eigenen Job. Ja, das kommt immer drauf an. Aber lasst uns doch direkt jetzt springen bei der Brutto-Netto-Überleitung. Ich habe es euch versprochen. Und gehen wir doch auf die Seite arbeitslosenrechner.ch. Diese Seite wird dir aufzeigen, ja, was ist dein zukünftiger Nettolohn und was ist der Unterschied mit deinem vergangenen Nettolohn. Und das ist wichtig, damit du auch weißt, ja, wie viel muss ich denn einsparen? Was ist denn meine Restriktion für die Zukunft oder für die Zukunft, einfach für die Monate der Arbeitslosigkeit? Ja? Hier oben gibt man einen Monatsdurchschnitt. Jetzt gehen wir einfach mal ein, 6.000 Schweizer Franken. Ich bin 40 Jahre alt, sagen wir mal. Hier ist die Frage, die ich euch gesagt habe, sind Sie unterhaltspflichtig oder versichert, Verdienst ist geringer als 3.797 oder Ihr Invaliditätsgrad ist mindestens 40%? Nein. Dann wissen wir 70%. Anzahl beschäftigter Monate, hier ist wichtig zu, ich habe euch ja gesagt, ihr müsst mindestens 12 Monate gearbeitet haben, um eine Arbeitslosenentschädigung bekommen zu können. Wenn ihr natürlich 6 eingibt, werdet ihr keine Arbeitslosenentschädigung bekommen. Deshalb Anzahl beschäftigter Monate, geben wir jetzt einfach mal 24. Hat 2 Jahre gearbeitet, ist arbeitslos geworden. Ich arbeite im Kanton, was geben wir ein? Das ist, sagen wir mal, Zürich. Es sind hier viele, die in Zürich arbeiten. Und aktueller Beruf, das ist jetzt optional. Warum? Weil die Seite, wenn du optional hier deinen Beruf eingibst, gibt es hier aktiv einige Berufsvorschläge, also Jobangebote dann bei der nächsten Seite, bei dem Resultat. So, das ist die Situation. 6.000 Schweizer Franken, 40 Jahre alt, jetzt berechnen. Ja, und bei dieser Seite dann, beim Resultat, hast du alle Informationen. Hier, in deiner Situation, würdest du 400 Tage Maximum 193,55 Schweizer Franken jeden Tag bekommen. Von Montag bis Freitag, dann halt für 400 Tage. Dein Monatsbrutto
haben wir aufgegeben 6.000 Schweizer Franken. Die Abzüge, Sozialabzüge sind 799,60 und dein Monatsnetto wäre 5.200. Aber wegen der Arbeitslosigkeit bekommst du halt nur 4.200 Schweizer Franken. Abzüge sind 368 und dein Monatsnetto 3.831 Schweizer Franken. Und hier unten wird sofort die Differenz angegeben. 1.369 Schweizer Franken Differenz. Also Job zu Arbeitslosigkeit ist der Unterschied 1.369,16 Schweizer Franken. Das ist schon einiges. Ja. Einige haben schon für diesen Betrag eine Wohnung. Und das muss man kompensieren. Ja. Und kompensieren ist, ja, schnell einen Job finden oder seine Kosten senken. Mehr Möglichkeiten hat man nicht. Ich habe euch versprochen, für 10.000 Schweizer Franken, das wir uns auch anschauen. Also jetzt gehen wir hier oben ein, 10.000 Schweizer Franken, selbe Situation, gleich viele Monate gearbeitet in Zürich etc. Und wie sieht die Situation jetzt da aus? Auch 400 Tage, 10.000 Schweizer Franken brutto, Abzüge 1.445, 8.554 Schweizer Franken netto. Das ist ein sehr guter Lohn, ne? Das ist mir schon bewusst, 10.000, das haben die wenigsten, deshalb 6.000 ist eigentlich mehr repräsentativ. Und jetzt für 10.000 Schweizer Franken Arbeitslosengeld wäre 7.000 Schweizer Franken minus Abzüge, also es wären 6.385.000, die du dann netto bekommen würdest. Ja? Und die Differenz wäre da natürlich deutlich höher, 2.169, das ist auf jeden Fall eine Wohnung in Zürich. Ja? Und ja, die bekommst du jetzt halt nämlich. Deshalb ganz wichtig zu schauen, okay, wie kann ich schnell wieder in den Arbeitsmarkt gehen? Ja? Und auf der linken Seite, was gut auch bei der Seite ist, hier Kosten optimieren, was kannst du senken? Zum Beispiel die Krankenversicherung, die kann man reduzieren, wenn man noch nicht optimiert hat. Und hier passende Jobs, deshalb habe ich euch bei der vorgehenden Seite gesagt, ihr könnt euren Job da eingeben und ihr würdet dann hier passend zu eurem Job Angebote bekommen. Und so kann man schnell die Recherche starten. Ja? Arbeitslosigkeit hat was mit Aktivität zu tun, also Proaktivität. Das heißt, schauen, okay, ich habe jetzt meine Kündigung bekommen, ich habe eine bestimmte Zeit, 3 oder 6 Monate, bis ich wirklich keinen Lohn mehr bekomme von diesem Arbeitgeber. Ich habe dann eine Sicherheit mit der Arbeitslosenentschädigung, mit meinem Arbeitslosengeld, aber ich kann auch sagen, ja, ich brauche das nicht, weil ich schnell wieder einen Job finde. Ja? Und in der Schweiz, wie gesagt, ist die Arbeitslosenquote sehr tief, deshalb sind die Chancen, dass du einen Job sehr schnell finden kannst, und dann halt gar keine Sorgen hast, um das einzusparen, diese Differenz. Es kommt natürlich immer auf die wirtschaftliche Situation an. Wenn wir in einer Krise haben, ist es schwieriger, einen Job zu bekommen. Wenn du eine Spezialisierung hast, eine Qualifikation hast, die speziell ist, verschiedene Sprachen sprichst, ja, dann wirst du sehr schnell einen neuen Job bekommen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute wollten wir anschauen, administrativ, was ist zu erledigen, wenn es zu einer, ja, Arbeitslosigkeit kommt. Was ist meine Entschädigung? Da haben wir ja verstanden, 70% immer, 80% in Spezialsituationen. Und wie lange? Ja, da kommt es darauf an, wie alt du bist und ob du unterhaltspflichtig bist oder eine Rente beziehst, Invalidenrente beziehst etc. Also, am einfachsten ist es, den arbeitslosenrechner.ch zu benutzen. Ich werde euch den Link hier unten reinsetzen und ich würde mich freuen über eure Kommentare. Wie ist es bei euch so gegangen, wenn ich, als ihr arbeitslos geworden seid, oder ist es dazu gekommen, wie ist es, hat es funktioniert, wie schnell seid ihr wieder ins Arbeitsleben gekommen, würde mich sehr, sehr interessieren. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde mich das sehr, sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Like. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald. Ciao, ciao.